Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Ruf der Wildnis. Und Ruf der Wildnis, da geht's um meinen Hund und Harrison Ford. Und Leute, ist der Trailer mal scheiße? Ist das CGI mal scheiße? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass an diesem Film irgendwas funktioniert. Ob das wirklich so ist oder nicht, erfahrt ihr im Doppel vom Christopher und von Dom. Christopher war für uns in der Pressevorführung und hatte hier eine ganze Menge Sachen zu sagen, ob der Film irgendwas zu bieten hat, das den Kauf eines Kinotickets wert wäre, hört ihr eben in der Besprechung von den beiden Jungs, die auch total schön mit Atmo hinterlegt ist und so. Ist ein Traum. Ja, im Anschluss gibt es dann die Besprechung des Films Euphoria, ein Solo von der lieben Nina. Auch hier kann ich leider nicht viel sagen, außer dass ein Film von Valeria Golino ist. Und tja, das war's dann auch schon. Also italienischer Film, und da erwarte ich zumindest sehr viele Emotionen, ob mir die in Ninas Besprechung geliefert werden oder nicht. Hört ihr in, ja, eben genau dieser. Und zu guter Letzt dann noch ein Film aus der Reihe der Filme von Tiberius Film. Mit Red Letter Day habt ihr hier ein Triple auf den Ohren von Dom, Michael und Stu. Das ist wieder so ein Fall von könnte beschissen synchronisiert sein, aber zumindest unterhaltsam. Details kriegt ihr dann in diesem Triple. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback am besten in den Kommentarfunktionen der Posts hinterlassen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten wollt. Auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de und auf vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch. Das würde uns sehr helfen, in Rankings aufzutauchen, und ist generell einfach eine total tolle Sache und so. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ruf der Wildnis, und boah, ich habe mich in eisige Gefilde begeben zu unserem Korrespondenten Christopher, und wir sitzen hier auf einem, ja, vereisten Berggipfel. Es ist schweinekalt, ich spüre meine Füße und meinen Hintern schon seit einer halben Stunde nicht mehr, aber ich begrüße trotzdem den Christopher. Hallo. Du wirst schon sehen, das wird sich auszahlen. Also auch wenn wir hier schon eine Stunde sitzen, es wird einer anbeißen. Es wird einer anbeißen, dann haben wir nachher einen köstlichen Fisch. Jetzt spüre ich meine Zehen auch nicht mehr. Okay. Ich versuche gerade mal irgendwie, mein Datenblatt mit den Fakten ist leider gefroren. Deshalb muss ich jetzt aufpassen, wenn ich es berühre, dass es nicht in 1000 Splitter zerspringt. Zur Sache: der Film Ruf der Wildnis erscheint am 20. Februar 2020, hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 40 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben. Regie führte Chris Sanders, der hat bislang ausschließlich im Animationsbereich gearbeitet. Der hat beispielsweise Lilo und Stitch inszeniert, den ersten Drachenzähm leicht gemacht oder aber auch die Komödie Die Croods. Hat sich jetzt hier erstmals auf Realfilm-Metier begeben, wie einige seiner Kollegen auch schon vor ihm. Und in den Rollen haben wir Harrison Ford, Karen Gillian, Cara Gee und Dan Stevens unter anderem. Außerdem noch Omar Sy und Terry Notary. Ich weiß jetzt nicht, ob man den jetzt unbedingt kennt. Und Bradley Whitford habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Egal. Ja, bevor uns wortwörtlich die Eier abfrieren, Christopher, bring mal Licht ins Dunkel der Handlung für uns. Sehr gern. Wir befinden uns im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und da lebt der Hund Buck ein sehr angenehmes Leben im Santa Clara Valley in San Francisco. Da gehört er einem sehr populären und einflussreichen Richter, der mit seiner großen Familie ein Fest arrangieren möchte. Dieser Richter wird gespielt von eben diesem Bradley Whitford. Man kennt ihn als der Patriarch aus Get Out. Ah! Dieses Mal will er keine Gehirne verpflanzen. Er möchte einfach nur ein schönes Fest feiern. Spoiler. Bei Get Out ist das, finde ich, angebracht. Aber wiederum, auch sei, er will ein schönes Fest feiern, aber Buck, so verfressen und verwöhnt, wie er nun mal ist, ruiniert das ganze Fest. Er tobt durch das Haus, er frisst alles vom Tisch, er schmeißt Möbel um, und sein genervtes Herrchen setzt Buck erst einmal vor die Tür. Was dazu führt, dass Buck von dem Gärtner der Familie, der Schulden hat und dringend an Geld kommen muss, entführt wird und wird verschachert und endet dann nach einer langen Schifffahrt in Alaska in der Klondike-Region, wo Buck dann eben als Schlittenhund tätig sein muss. Und in dieser Zeit erlebt Buck sowohl die gütige als auch die sadistische Seite des Menschen. Er wechselt mehrmals den Besitzer. Er ist zum einen manchmal der Schlittenhund von Omar Sy,
wie schon erwähnt, der ein sehr freundlicher Mann ist und Buck eben auch zusammen mit den anderen Hunden Teamwork beibringt und beibringt, was es heißt, füreinander einzustehen. Dann gerät Buck aber auch an nicht so gütige Menschen, die ihn schinden und malträtieren. Und daraufhin, nach langen Reisen und vielen Irrungen und Wirrungen, gerät Buck dann an den Einsiedler John Thornton, gespielt von Harrison Ford, der sich halt in die Wildnis zurückgezogen hat aufgrund einer Familientragödie. Und die beiden werden nach kurzer Zeit ein wirklich unzertrennliches Paar und wollen zusammen eine große Reise unternehmen, die John Thornton immer schon mit seinem Sohn machen wollte, zu der sie aber nie gekommen sind. Mhm. Das wäre dann soweit die Ausgangslage des Films. Genau, wir hatten schon im Vorgespräch gerade eben gemeint, das ist ja wirklich ein Klassiker anscheinend, weil das Ganze basiert, also auch schon sehr augenscheinlich die Handschrift zu erkennen, auf einem Roman von Jack London, der beispielsweise auch sowas wie Wolfsblut geschrieben hat. Also allein schon der Weg dieses Tieres ähnelt schon sehr Wolfsblut, der ja irgendwie auch von mehreren Menschen wahlweise aufgenommen oder aufgepäppelt wird. Und ja, du meintest ja auch schon, das Ganze ist jetzt alles andere als auch ein neuer Stoff, also eben sehr klassisch und auch sehr klassisch als Film, denn das hier ist, wie du vorhin schon zu mir meintest, die inzwischen 9. Verfilmung. Ganz recht. Das Buch erschien 1903 und ja. Nur knappe 30 Jahre später hatten wir die erste Verfilmung mit niemand anderem als Red Butler himself, Clark Gable. Mhm. Den kann ich mir auch gut in so einem Wildnis-Setting vorstellen. Und dann dauerte es bis 1972, da hatten wir die nächste Verfilmung mit Charlton Heston, den kann ich mir ebenfalls gut in der Wildnis vorstellen. Und dann gab es noch so einige andere Verfilmungen davon, manchmal fürs Fernsehen, manchmal fürs Kino, aber eher mit nicht so bekannten Darstellern. Die letzte der bis dahin 9 Verfilmungen erschien dann im Jahr 2009 mit Rutger Hauer in der Hauptrolle. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2020 mit Harrison Ford. Wir hatten zuerst Roy Batty und jetzt haben wir Rick Deckard in der Wildnis. Ja, warum nicht? Ich sehe auch gerade unter anderem auch Christopher Lloyd, also Doc Brown. Das schließt sich irgendwie echt schön in den Kreis. So halt ja. diese etwas betagteren Hollywood-Legenden, die dann hier diese wettergegerbten Einsiedler spielen, denke ich mir mal. Und die komischerweise alles Science-Fiction-Ikonen sind. Genau. Ob man da irgendwie eine Verbindung findet, sehr seltsam. Das meinte ich gerade, genau. Das überlassen wir lieber den Zuschauern. Mensch, bevor wir jetzt hier noch erfrieren, Christopher, ich weiß nicht, ich kann dir ja mal die Thermoskanne reichen. Ja, das hat gut getan. Ja, dieser Film ist so ein bisschen. Ich hatte es, glaube ich, letztens gegenüber dem Kollegen auch gesagt, das ist wieder so einer dieser Filme, also das ist noch so ein Überbleibsel des alten Fox-Studios. Also der Film ist tatsächlich noch von 20th Century Fox, die ja jetzt mittlerweile 20th Century Studios heißen, seit rund einem Monat, glaube ich. Ja, und das ist nichts Geringeres als der allererste Film, der auch diesen Wandel im Logo zeigt. Ah, okay. Als am Anfang das Logo erschien mit der berühmten Fox-Fanfare, stand da auch tatsächlich 20th Century Studios. Also auf eher negative, unfreiwillige Weise hat der hier ein Stück Filmgeschichte geschrieben. Okay. Weil er der Erste ist, der dieses Label trägt. Aber er hat noch die Fanfare, immerhin. Er hat die Fanfare, er hat die großen gelben Buchstaben und nur das Fox ist halt weg. Okay. Christopher, mit welchen Erwartungen bist du denn an den Film herangegangen? Dass er zumindest solide Family-Unterhaltung liefert und das tut er auch. Also Chris Sanders, wie du schon erwähnt hast, kommt aus dem Animationsbereich. Mhm. Und das tut dem Film insofern gut, dass er schon weiß, hier zügig zur Sache zu kommen. Wir haben eine knackige Laufzeit von 96 Minuten und langweilen tut man sich in der Zeit bestimmt nicht. Er ist zwar in seiner Inszenierung absolut bieder und brav und stockkonservativ, wie man das von so einem Stoff ja irgendwo auch erwartet. Mhm. Aber Chris Sanders weiß schon, schnell am Rad zu drehen. Und er weiß auch immer wieder, nette kleine visuelle Gags einzustreuen, die man, glaube ich, von einem Regisseur, der noch nie was mit Animation zu tun hatte, nicht so gewohnt ist. Ich meine, Animationsfilme leben eben davon, einem sehr schnell visuelle Gags um die Ohren zu hauen. Ja. Und nur weil das hier größtenteils ein Realfilm ist, verzichtet Chris Sanders aber nicht auf diesen Style. Es gibt immer wieder so kleine, nette Einschübe, wo ich mir denke, oh, das war jetzt aber charmant und lustig und nicht zu aufdringlich. Es gibt halt einen so einen Gag, der könnte 1:1 aus einem Animationsfilm stammen. Wenn John Thornton und Buck dann da zusammen im Wasser stehen und irgendwie nach Goldschaben und suchen, mhm, und
Buck geht mit der Schnauze nach unten und holt einen großen Stein hervor und John Thornton sagt zu ihm, nein, nein, Buck, der muss aussehen wie den hier und zeigt ihm dann so einen kleinen Goldklumpen, den er hat. Und Buck lässt ihn fallen, geht wieder mit der Schnauze runter und hat dann einen genauso großen Stein, nur dieses Mal einen echt riesigen Goldklumpen im Mund. Nur John Thornton schenkt ihm keine Beachtung und Buck lässt den Goldklumpen wieder ins Wasser fallen. die Art und Weise, wie dieser Gag präsentiert wird und auch viele andere kleine Beispiele, das war schon sehr, das hätte 1:1 aus der Animation stammen können. Das war schon sehr nett so. Das klingt gar nicht mal unbedingt jetzt so verkehrt, was mich gerade bei Cast & Crew gerade sehr wundert, dass man hier tatsächlich den Stammkameramann von Steven Spielberg für die ganze Nummer gewonnen hat, also Janusz Kaminski, der ja eigentlich immer nur mit Spielberg arbeitet. Wie schlägt sich das denn hier nieder? Weil Janusz Kaminski, muss man ja sagen, ist ja wirklich ein hervorragender Kameramann. Und dieser Stoff bzw. das Setting, das lädt ja wirklich ein für monumentale Panoramen, sag ich mal. Das schlägt sich vor allen Dingen nieder in den Action-Szenen. Zum Beispiel hast du eine Sequenz, als Buck gerade damit anfängt, ein Schlittenhund zu sein für Oma C, der ja mit seinen Schlittenhunden die Post da in Alaska von Ort zu Ort bringt. Mhm. Die ziehen dann durch eine Gegend und dann wird es halt ein wenig laut, es kommt zu einer Lawine und die rasen dann auf dem Schlitten dieser Lawine davon und machen einen Umweg durch eine Höhle und kommen wieder zurück. Und die Kameraführung da ist wirklich großartig. Was aber den Bildern ein bisschen Abbruch tut, sind die Animationen, ist das CGI. Mhm. Weil es gibt hier doch einen klaren Überschuss an CGI, auch was die Hunde betrifft. Wenn du dir sie ansiehst, was die Hunde alles machen in dem Film, kannst du dir denken, ja, hättest du das mit echten dressierten Hunden gemacht, dann hätten die Dreharbeiten ja ewig gedauert. Du kannst schon verstehen, warum man hier darauf zurückgegriffen hat. Nur manchmal ist es ein wenig unglaubwürdig in der Physik, was die Tiere betrifft. Mhm. Weil Buck ist ein großer, schwerer Hund. Und besonders in der Anfangsszene, wo er da dieses Fest seines Herrchens ruiniert, da fliegt er durch die Gegend, als wäre er irgendwie ein Zirkushund oder würde der irgendeine Trapeznummer machen. Ja. So, das hat einfach nicht gepasst, wie unglaublich wendig und schnell dieser Hund ist, wie er da durchfegt anhand seines Körpers. Das war nicht ganz glaubwürdig, aber ja, das ist halt eben, da kommt wohl auch eben der Animations-Background von Chris Sanders zur Geltung, von wegen halt Rasanz, Tempo, er denkt in erster Linie an die Kleinen bei der Inszenierung dieses Films, das merkt man. Mhm. Wie schafft er es denn, weil das ist ja auch elementarer Bestandteil gewesen bei schon Drachen-Sam leicht gemacht, wie stellt er denn so die Freundschaft zwischen Tier und Mensch dar? Die ist wirklich ganz nett, aber auch da wieder muss ich ein bisschen die Animation kritisieren. Er gibt den Tieren zu viel Ausdruck. Das mag jetzt komisch klingen, weil wir alle wissen, Hunde sind ja Tiere, die über unglaublich viel Persönlichkeit verfügen und auch immer sehr viel mit ihren Blicken aussagen können. Deswegen wundert es mich, warum er da so viel CGI eingesetzt hat, weil du hast immer wieder so Momente, wenn Buck seinen aktuellen Besitzer irgendwie anguckt und die Augen sind so weit aufgerissen, wie es nur geht, wo du merkst, dass da wirklich ein bisschen nachgeholfen wurde und seine Mundwinkel sind auch immer ein bisschen zu weit aufgerissen, da denkst du dir, so eine natürliche Reaktion eines Hundes, die natürliche Mimik eines Hundes hätte da völlig ausgereicht. Anstatt da irgendwie, um Emotionen hervorzurufen, dem Hund so eine cartoonartige Mimik zu verleihen. Mhm. Das ist hier und da ein bisschen zu viel. Aber es ist doch mit Herz inszeniert. Also das mit ihm und Oma C, das war wirklich sehr nett. Und das mit ihm und Harrison Ford dann auch. Wobei, was Harrison Ford betrifft, muss man wirklich sagen, ich habe mich im Vorfeld gefragt, warum hat er dazu ja gesagt? Mhm. Und einer der Hauptgründe, den merkst du erst, wenn du den Film gesehen hast, weil, ja, seine Faulheit oder seine Arbeitsverweigerung, kann man ja mittlerweile nicht mehr anders nennen, ja. Die hat mittlerweile wirklich Bruce Willis-Niveau erreicht, weil er ist wirklich, man hört ihn am Anfang die ganze Zeit aus dem Off als Erzählerstimme und richtig in Erscheinung tritt er wirklich erst in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel. Also mit ihm hier ist das, was die Screentime betrifft, eigentlich so wie in Blade Runner 2049. Das wollte ich sogar gerade als Referenz heranziehen. Ja, ja, das ist nur komisch, wenn du einen Film hast, der mindestens eine gute Stunde kürzer ist als Blade Runner 2049 und trotzdem so wenig Ford-Anteil. Vielleicht könnte es auch sein, wenn du jetzt mal guckst, Blade Runner 2049 und dieser Film haben sogar noch eine Gemeinsamkeit, nämlich den Drehbuchautor Michael Green. Der hat sowohl an Blade Runner jetzt als auch eben an diesem gewerkelt und es könnte sein, dass das irgendwie mit Harrison Ford zusammenhängt. Das weiß ich jetzt allerdings nicht.
Ich wäre jetzt wirklich umgekippt, wenn du Hampton Fancher gesagt hättest. Nee. Der wäre sich doch etwas zu schade für sowas. Nee, Hampton Fancher tritt nur für den nächsten Blade Runner wieder in Erscheinung. Nee, Michael Green hat ja beispielsweise auch das Drehbuch zu Logan geschrieben und war dafür, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert. Oder hier Mord im Orient Express hat er zum Beispiel auch geschrieben. Ja, dann ist... Also durchaus ein Experte für Adaption. Ja, nur all diese anderen Adaptionen, die du genannt hast, das sind erwachsene Stoffe und dann fühlt er sich wohl deutlich wohler. Mhm. Das hier ist halt biederes Family Entertainment, ja. wo man sich merkt, so ja, er hat da wohl eine schnelle Auftragsarbeit abgeliefert. Weil hier gibt es wirklich nichts, was man nicht schon mal irgendwie gesehen hätte oder was dem Ganzen irgendwie eine persönliche Note verleiht. Die Charaktere, wie sie auftreten, die Inszenierung der Wildnis, die Werte, die vermittelt werden, das ist alles sehr, sehr, sehr standardisiert. Und natürlich dann auch der Schurke, den wir kriegen. Du hast vorhin genannt, in der Besetzung ist Dan Stevens dabei. Dan Stevens ist dann so ein ganz, ganz versnobter, reicher, klischeeartiger Widerling, der halt dann Buck und die anderen Hunde abkauft, nachdem Oma C dann halt nicht mehr seinen Schlitten fährt. Und der ist halt natürlich, der hat so einen geschnurbelten Schnurrbart und der hat natürlich sofort die Peitsche in der Hand und ist gewillt, die Hunde zu peitschen, wenn sie nicht schneller ziehen wollen. Und der hat dann auch so eine versnobte Frau, also Karen Gillan in einer ganz kleinen Rolle hier, die dann natürlich auch so, können Sie nicht schneller ziehen? Wir wollen es wirklich dahin schaffen, bevor es dunkel wird. Und sind wirklich die absoluten Klischee-Villains, wie man sie sich nur vorstellen kann. Diese versnobten Penner, wie man sie immer in so einer Art von Geschichte sieht. So diese typischen Bad Rich Guys. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich mächtig mit den Augen gerollt, so dass der Film sich das nicht verkneifen konnte. Ja, das sind aber auch so typische Elemente, die man auch von Jack London kennt. Hast du denn im Hinblick darauf vielleicht den Eindruck, dass diese Geschichte vielleicht auch heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß ist? Ja. Mhm. Weil ich wüsste nicht, wie das hier irgendwie den Nerv der Zeit treffen könnte. So, schützt die Natur und seid nett zu Tieren. Und das sind alles irgendwie Botschaften, die gehen in Fleisch und Blut über heutzutage bei den Leuten. Ich habe auch das Gefühl, dass man da, so sehr man sich ja auch bemüht, das hin und wieder das Leiden und das Abstrampeln der Hunde zu zeigen, das sind alles so abgenutzte Posen und das ist so mit so wenig Herzblut inszeniert. Da kriegst du auch wirklich keinen zu, der dann da sitzt, oh, die armen Hunde. Also wenn du nicht wirklich so ein absolut hundefanater Mensch bist, der irgendwie zu Hause 10 Tiere hat oder vielleicht sogar auf einem Hundehof arbeitet oder in einem Tierheim arbeitet, dann kriegst du, also das ist alles so abgeschmackt, den gemeinnützigen Zuschauer, den Durchschnittszuschauer, dem entlockt das keine Regung. Das ist alles zu beliebig, zu oft schon gesehen, da rührt sich gar nichts. Ja, die meisten, die dann jetzt Harrison Ford unbedingt mal wieder sehen wollen auf der Leinwand, die dürften dann auch ein bisschen enttäuscht sein, also jetzt abseits von Star Wars mal irgendwie sehen möchten, weil er scheint ja nicht so eine allzu große Rolle zu haben. Eben meintest du ja gerade schon, ähnlich wie in Blade Runner 2049, wo er jetzt wirklich erst im letzten Drittel auftaucht. Wobei man ihm da lassen muss, da hatte er schon Spielfreude. Hier auch. Das Komische ist, er liefert einen richtig guten Job als Erzähler. Du hörst ihn die komplette erste Hälfte als Erzählerstimme und er legt schon die richtigen Emotionen in die Stimme, wenn es darum geht, dass Buck gerade in Gefahr ist, wenn es darum geht zu beschreiben, wie Buck sich gerade fühlt. Das macht er wirklich sehr gut und wenn er dann später in Erscheinung tritt, ist er auch recht solide. Also das ist hier nicht so eine Schlafwandler-Performance wie in Ender's Game oder Paranoia. Da hier und da klingt schon ein bisschen an und man merkt schon wieder, warum dieser Mann mal einer der größten Stars des Planeten war. Das Charisma des Filmstars Harrison Ford, das kommt hier wieder ein kleines bisschen zur Geltung. Aber ja, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er von Anfang an der Besitzer von Buck wurde und man hätte die beiden komplett durch den Film begleitet. Weil wenn die beiden zusammen interagieren, das waren schon so die stärksten Momente. Ja gut, das spricht dann auch schauspielerisch durchaus für ihn, mit einem CGI-Hund zu interagieren, beziehungsweise auch dann eine Chemie zu entwickeln, ne? Das muss man dann vielleicht auch, also klar, das geht dann natürlich auch aufs Konto der Regie von Chris Sanders. Ja, es ist nicht die Han Solo-Chewbacca-Dynamik. Dafür fehlt hier der Witz und dafür ist das zu bieder, aber es ist schon ganz nett. Okay. Ja, ich wüsste soweit nichts mehr. Also der Film ist so relativ irgendwie auch auf der Ersatzbank, habe ich das Gefühl.
Weil allein schon dieser Kinostart ist halt denkbar unsexy, sage ich mal, ne, im Februar. Und es ist ja, es ist eben eines wieder dieser Projekte, was Disney irgendwie auf Halde liegen hat bei Fox und jetzt irgendwie rausballern muss. Meinst du denn, der wird Erfolg haben? Weil ich denke nicht, ne? Also hier in Deutschland auf keinen Fall, weil das ist wirklich, glaube ich, eher ein amerikanisches Ding. Oder wie siehst du das? Ich denke, der wird jetzt an seinem Startwochenende sogar den kürzeren ziehen gegen Sonic the Hedgehog und vielleicht sogar auch gegen Birds of Prey. Ja. Also wenn er Glück hat, schlägt er Birds of Prey, aber Sonic the Hedgehog nicht. Da ist momentan zu viel Buzz dahinter. Und selbst das ist ein völlig vergessenswerter Film. Aber ja, das hier ist halt, ist, ganz ehrlich, du siehst dir diesen Film an und dir fällt absolut kein einziger Grund an, warum man sich den im Kino ansehen sollte. Wenn du 10, 20 exakt dieser gleichen, nach dem gleichen Muster gestrickten Familien-Tier-Abenteuer auf jedem der aktuellen Streaming-Dienste hast, der hat nichts anzubieten, was den irgendwie aus der Masse hervorheben würde oder was den irgendwie charismatischer, sympathischer macht. Weil, wie gesagt, das CGI ruiniert doch ein bisschen den Charme der Tiere auch und den Charme der ganzen Umgebung. Es ist ein absoluter Reißbrettfilm und der wird auch sofort nach Kinostart wieder vergessen werden. Ja, ich glaube, dann kommen wir auch so langsam zum Ende, weil ich würde sagen, unser Gefriertod ist nicht mehr fern, habe ich das Gefühl. Nein, aber Moment. Ach, jetzt hat einer angebissen. Gut, wir werden heute Nacht immerhin nicht verhungern. Na gut, immerhin. Dann sterben wir wenigstens mit vollem Magen. Ja. Ich würde dich jetzt aber doch bitten, jetzt ein Fazit zu ziehen und natürlich auch eine Punktzahl zu vergeben. Und zwar vergeben wir heute 1 bis 5 Wohlfühlfaktoren. Das ist mal ein Standard. Nicht schlecht. Passend dazu, ne? Standard. Absolut. Standard, ja. Oh. Now you're on a roll. Okay. Ich gebe 2 von 5 Wohlfühlfaktoren. Ich habe mich nicht gelangweilt. Die Laufzeit kann man relativ einfach über die Bühne bringen. Aber man hat halt danach das Gefühl, wirklich nach den simpelsten Mustern als Zuschauer abgefertigt worden zu sein. Und sich fragt, ja, warum hat Fox für sowas grünes Licht gegeben? Jetzt unter Disneys Fuchtel würde man sowas bei Fox nicht mehr angehen. Sowas würde jetzt unter der aktuellen Führung sofort, wenn überhaupt, für Disney Plus produziert werden. Ja, direkt zu Disney Plus, da wird der Film wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell landen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres oder so dürfte der da aufschlagen. Der wird vielleicht schon im Sommer da sein und dann für immer dort versauern. Aber gut. Obwohl ich mir schon die Frage stelle, es hätte auch ein Spielberg-Film sein können, tatsächlich, ne? So biedere Ware hat er halt auch schon mal abgeliefert mit sowas wie War Horse. Ja, aber ne? Also Gefährten. Man sage über den Spielberg der 2010er Jahre, was man will. Bei Spielberg gibt es immer wieder noch diese einzelnen großen Momente. Auch War Horse hat die. Zum Beispiel die Szene, wo das Pferd da an dem Schützengraben hinfällt und sich im Stacheldraht verheddert. Also Spielberg-Filme von heute haben immer noch diese einzelnen Momente, die halt zeigen, warum dieser Mann einer der größten Magier seiner Zunft war und immer noch ist. Der Film hat nichts von all dem. Und ich kann mich, abgesehen von ein paar netten Schlittenverfolgungsjagden, auch nicht mehr an viel erinnern. Okay, dann frage ich lieber gar nichts mehr Inhaltliches. Ja gut, Christopher, dann vielen Dank für deine Meinung und deine Zeit. Ich würde sagen, bevor uns der Fisch auch noch gefriert, ziehen wir uns lieber ins warme Stübchen zurück. Ja. Bevor das hier wirklich eskaliert. Ich glaube, irgendwo ist auch eine Hütte und die ist nur ein paar Kilometer weg. Also wenn wir das Glück haben, überleben wir das. Genau. Wer von uns jetzt wen als Schlittenhund missbraucht, das klären wir dann abseits des Mikrofons. Ja, hat mich sehr gefreut, war eine sehr schöne Besprechung. Und wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich jetzt gern heimwärts ziehen und bis zum nächsten Mal. Ich sag nur noch, nie wieder Alaska. Ja. Und ciao. Macht euch warme Gedanken. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und ich erzähle euch heute ein bisschen was über den italienischen Film Euphoria. Von Valeria Golino ist der und die Darsteller sind einmal Riccardo Scarmaccio und Valerio Mastandrea. Scarmaccio kennt man
aus dem Film John Wick 2 zum Beispiel, da hat er den Bösewichten gespielt. Valerio Massandria kannte ich bis jetzt noch nicht, aber ich bin auch nicht so bewandert im italienischen Kino. Euphoria hat 110 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Hier in Deutschland wird er ab dem 20. Februar im Kino zu sehen sein, im Original mit deutschen Untertiteln. Euphoria ist ein Familiendrama, da geht es um zwei sehr unterschiedliche Brüder, die nach der Krankheitsdiagnose von dem einen halt zusammenwachsen oder zusammenwachsen wollen zumindest. Auf der einen Seite ist da Matteo, er ist ein erfolgreicher Unternehmer, der das Römer-Party-Leben liebt und sich ganz gerne ein bisschen im Mittelpunkt stellt. Ganz anders ist das ein älterer Bruder Ettore, er ist Schullehrer und lebt noch immer in dem kleinen Dorf, wo die beiden zusammen aufgewachsen sind. Als Ettore von einer ernsten Krankheitsdiagnose getroffen wird, beschließt Matteo, seinen Bruder für die Dauer der Therapie zu sich nach Rom zu holen. Das Problem ist, Matteo erzählt Ettore nicht davon, dass er todkrank ist. Im Laufe des Films sieht man, wie sich die Brüder damit arrangieren müssen, dass sie jetzt mehr oder weniger zusammenleben. Sie haben noch viele unausgesprochene Sachen, die sie begleiten, die das Leben miteinander sehr schwer machen. Der Einstieg in den Film ist mir sehr schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind halt sehr viele Nahaufnahmen davon, wie Gemüse geschnitten wird. Und ich hatte so sehr oft das Gefühl, so, dass die Idee hinter den Bildern war, so wie schaffen wir Bilder, die schön aussehen. Da gibt es halt sehr viel Tiefenschärfe und Bewegung und das hat mich sehr rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was auch nicht geholfen hat, ist, dass Szenen sehr unvermittelt anfangen. So mitten in einer Situation wird man reingeworfen als Zuschauer und das ist halt für den Anfang ein bisschen ja, schwierig, man kommt da ein bisschen schwieriger rein, aber es passt auch sehr gut zu der Hauptfigur Matteo. Er ist halt ein sehr spontaner Mensch, deren Gedankengänge nicht so klar werden, nicht sofort spürbar sind und das passt für mich sehr gut zu dieser Idee, dass man halt diese Szenen einfach irgendwann anfängt und irgendwann hören die dann auch auf. Genauso ging es mir mit den Figuren, die werden auch nicht wirklich in Anführungsstrichen vernünftig eingeführt, vor allem Matteos Freunde sind davon betroffen. Da gibt es zum Beispiel Tatjana, die teilweise auch bei Matteo lebt und eine schwierige Phase durchmacht und eine Beziehung beendet hat. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das sind so Extras, so Menschen, die er vielleicht kennt, aber ich hatte das Gefühl, man lernt sie nicht wirklich kennen. Und das passt aber auch ganz gut zu dieser Figur von Matteo, der mir sehr oberflächlich erscheint. Sowohl was seine Beziehungen angeht, als auch was sein Denken und seinen nicht vorhandenen Plan angeht. Aber auch zu den Hauptfiguren hatte ich nicht so wirklich den Draht, auch von Anfang bis Ende nicht. Die wirken eher bis zum Schluss wie entfernte Bekannte. Also man lernt die Hauptfiguren Ettore und Matteo auch in ihrer Beziehung zueinander ein bisschen besser kennen, aber wirklich als Zuschauender wird man in das Leben dieser Menschen einfach reingeworfen. Man schaut ein bisschen zu und dann geht man wieder. Ich habe auch bis jetzt keine Ahnung so wirklich, was Matteo beruflich macht. Er macht irgendwas mit Kunst und Restaurierungen. Ettore ist Lehrer, das weiß man auch, aber unterrichtet er Kinder, Jugendliche? Ist er ein Uni-Dozent? Das weiß man alles nicht. Aber ich finde diese Herangehensweise auch gar nicht so schlecht, weil dadurch erübrigen sich so klischeehafte Geschichten, die man erwarten könnte, wenn es darum geht, dass ein Geschwisterpaar sich mit einer Krankheit auseinandersetzen muss. Was ich auch ganz gut finde an dem Film, an Euphoria, ist, dass man andere Seiten von Rom kennenlernt. Also man kriegt sehr viel vom Nachtleben mit, einfach weil Matteo sehr gerne feiern geht. Und das ist halt nicht, was ich von einem Film, der in Rom spielt, erwartet hätte. Man sieht halt wirklich den Alltag der Menschen, die in Rom leben. Man ist in der U-Bahn, man ist zwar auch am Kolosseum, man sieht den, aber das ist ein Hintergrund. Das ist ganz so, wie halt auch die Römer wahrscheinlich ihre Sehenswürdigkeiten wahrnehmen. Man ist halt bei Matteo im Auto und er fährt halt daran vorbei. Dadurch wirkt auch diese Geschichte, die in Euphoria erzählt wird, universeller, weil es halt keine spezifisch römische oder italienische Geschichte ist, sondern einfach, es geht wirklich darum, dass diese Brüder sich damit auseinandersetzen sollen, zusammenzuleben, bis halt Ettore dann nicht mehr lebt. Und das schafft es auch ganz gut, dass man halt auch diese dramatische Geschichte um diese Brüder gestrickt hat.
vor allem halt, weil der Fokus auf Matteo liegt. Es wird dann halt, es geht halt nicht darum, wie Ettore seine letzten Tage erlebt, sondern darum, wie Matteo damit umgeht, dass er weiß, dass Ettore bald sterben wird. Kleiner Spoiler, was ich auch sehr schön finde, ist, dass Euphoria nicht mit Ettores Tod endet, wie man halt vielleicht erwarten könnte bei so einem Film, sondern mit einer Versöhnung der beiden, die vielleicht auch sehr kurzzeitig sein wird. Weil man weiß von den Geschehnissen davor, es ist eine Grundspannung zwischen den zwei Brüdern da. Diese Versöhnung kann auch von kurzer Dauer sein. Und dass der Film so ambivalent endet, dass man halt nicht weiß, was bis zum Schluss passiert, finde ich halt sehr schön. Auch die Darstellung von Ettores Krankheit, er hat einen Hirntumor, wie diese Krankheit halt dargestellt wird, finde ich auch sehr passend, weil Ettore verändert sich einfach von seinem Charakter. Er wird abweisend, er ist auch aggressiv und ich finde das auch schauspielerisch von Valerio Massandrea sehr gut gemacht, dass diese Veränderungen bemerkbar sind, dass man halt irgendwie sieht, da ist irgendwie vor allem halt in seiner Beziehung zu seinem Sohn oder in seiner Beziehung zu seiner Ex-Frau, dass sich das da ein bisschen verändert und dass die Figuren das bemerken, aber irgendwie nicht ansprechen. Das ist für mich auch eine ganz große schauspielerische Leistung, vor allem auch, dass es dann halt auch zum Dammbruch kommt. Es gibt dann halt eine Szene, in der halt die ganze angestaute Wut und die Spannung zwischen diesen zwei Brüdern einfach ausbricht und es kommt dann zum großen Streit. Es ist aber auch kein Filmstreit, wo sie irgendwie sehr ausfallend werden und so wortreich irgendwie sich duellieren, sondern es ist wirklich gemein, teilweise auch handgreiflich, wie man sich so einen Streit zwischen Geschwistern halt vorstellt, vor allem zwischen Brüdern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist schauspielerisch, finde ich, sehr gut und der umgeht ziemlich viele so Fettnäpfchen, was klischeehafte Story-Elemente angeht, aber der ist auch ein bisschen, ja, so egal. Ich hatte am Ende nicht so das Gefühl, dass mich der Film so lange begleiten wird, vor allem auch, weil ich mit den Figuren halt keine so richtige Beziehung eingehen konnte, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe die einfach nicht richtig kennengelernt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist wirklich so eine, ja, die Leinwand einfach zwischen uns. Ich sehe einfach so ein bisschen in diese Welt von den beiden, von Ettore und Matteo. Und mir ist es halt relativ, jetzt sehr gemein gesagt, egal, ob Ettore lebt oder nicht, ob sie sich dann tatsächlich bis zum Ende versöhnen werden. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Film ist halt an manchen Stellen so toll, dass ich mir mehr gewünscht hätte, dass ich da ein bisschen mehr eine Verbindung mit den Figuren einfach hätte knüpfen können. Und das finde ich halt eine vertane Chance. Deswegen, mein Fazit zu Euphoria von Valeria Golino ist, ja, ist ein ganz guter Film, aber nichts, was so lange im Kopf bei mir rumspukt. Ich denke nicht mehr über die Figuren so wirklich nach und die Geschichte an sich ist mir auch nicht so zu Herzen gegangen, dass ich mir dachte, oh, jetzt werde ich erstmal mich eine Weile entspannen müssen, bis ich das alles verdaut habe. Einmal im Kurzdurchlauf, die Schauspieler sind ziemlich gut, die Herangehensweise an die Geschichte finde ich auch sehr interessant. Die Figuren bleiben halt leider etwas auf Distanz, auch vor allem, weil der Film ein bisschen verwirrend erzählt wird. Wie gesagt, Szenen fangen einfach unvermittelt an und enden und das ist halt im Film sehr oft der Fall. Ich würde dem Film 3,5 Punkte von insgesamt 5 Punkten geben, weil kann man gucken, würde ich sagen, ist auch ein italienischer Film. Ich habe, glaube ich, wenige, gelinde gesagt, italienische Filme geguckt. Deswegen fand ich das auch sehr interessant, mal meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und wer das sich auch wünscht, dem kann ich Euphoria doch guten Gewissens empfehlen. Aber man muss halt bedenken, der Film ist halt auf Italienisch und man muss halt mit Untertiteln klarkommen. Das ist halt nicht bei jedem gegeben, dass man mit untertitelten Filmen gut klarkommt. Also, falls ihr keine Probleme mit Untertitel habt, guckt Euphoria gerne. Ist halt ein ganz netter Film. Wenn aber nicht, ist auch nicht schlimm. Man hat nicht wirklich viel verpasst, aber wenn man ihn geguckt hat, glaube ich, stört man sich nicht dran. Also 3,5 Punkte für Euphoria von mir. Und das war's auch mit der Besprechung. Ich bin Nina Lechthoff und man hört sich. Tschüss.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Red Letter Day, Töte deinen Nachbarn. Ich bin das Du und ich habe heute nicht meinen Nachbarn dabei, aber zwei Kollegen. Zum einen den Dominik. Hallo Dominik. Aloha. Und den Michael. Grüß dich, Michael. Guten Tag. Dominik, kannst du unseren werten Zuhörern die gröbsten Fakten verraten zum Film? Ja, das kann ich sehr gerne. Der Film heißt Red Letter Day, Töte deinen Nachbarn oder im Original einfach nur Red Letter Day, lief, glaube ich, schon auf dem Fantasy Filmfest, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, letztes Jahr. Genau, am 14. September. Erscheint jetzt hier am 5. März im Heimkino auf DVD und Blu-ray. Regie und Drehbuch gehen auf das Konto von Cameron McGowan, den kannte ich bisher noch nicht. Die FSK ist ab 16, ab 18 vermutlich wegen der Trailer, okay. Die Länge beträgt 75 Minuten und im Cast haben wir Dawn Van de Schoot, Hayley Foss, Caleb Zane Gardner und Roger LeBlanc. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie Vielen nicht, Dank. Genau. Ja, wer kennt sie nicht? Ja, ja. Okay, Michael, dann kannst du unseren werten Zuhörern auch mal eben verraten, worum geht's in dem Film überhaupt? Also, es geht um eine alleinerziehende Mutti mit ihren zwei Kindern, eine Tochter, ein Sohn. Die wohnen in einem beschaulichen Vorörtchen einer nicht näher benannten Stadt. Keine Ahnung, wo das genau spielt. Die leben da so lustig vor sich hin und eines Tages flattert denen ein roter Umschlag in den Briefkasten, beziehungsweise drei Stück, nämlich für jeden Bewohner des Hauses einen. Und in diesen Umschlägen befindet sich ein jeweils gleicher Brief, in dem aufgefordert wird, eine bestimmte Person aus der Nachbarschaft umzubringen, bevor sie es tut. So, und zwar jeder von der Familie hat jemand anderen in dem Brief, um den er sich quasi kümmern soll. Und ja, dann, wie es halt immer so ist, am Anfang wird es erstmal nicht ernst genommen und naja, später dann eben doch. Ja, vielen Dank. Ja, wo sollen wir da anfangen? Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Frage an. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so einen Brief erhalten würdet, Dominik? Ich würde mal drauf gucken, mir einen ablachen, ihn zerknüllen und wegschmeißen. Michael, würde dich dieser Brief vielleicht doch zum Mörder machen? Nee, ich würde ihn wahrscheinlich auch ziemlich schnell ins Altpapier werfen und nicht weiter drauf eingehen. Ja, so geht's mir auch. So geht's dem Film nicht. Ja. Ich muss sagen, als wir das Angebot bekamen, diesen Film zu gucken im Stream, vielen Dank dafür, habe ich nun den Titel gelesen, Red Letter Day, dachte, klingt irgendwie, hat was, der Titel hat was. Ja. Dann habe ich mich dafür gemeldet und habe erst dann mir durchgelesen, worum geht's da überhaupt. Und dann dachte ich noch so, ach guck, das ist an und für sich eine nette Geschichte. Da hätte man was draus machen können. Ja, wie so oft. Ja. Das ist, ja, also ich würde fast sagen, die Grundidee ist einer der wenigen positiven Aspekte an dem Film. Also, ja. Ich meine, es gibt ja noch andere Filme, die so ähnlich sind. Also, es gibt ja jetzt mittlerweile diese Purge-Reihe zum Beispiel, die ja mittlerweile auch schon 4 oder 5 Filme umfasst. Da ist der, glaube ich, auch von inspiriert. Ja, das geht so in die gleiche Richtung. Also, es ist jetzt kein Spoiler, wenn man sagt, dass die eben nicht zu ihren Nachbarn gehen und da Kaffee und Kuchen essen, sondern dass es dann eben dann auch recht blutig zugeht irgendwann. Und das geht so ein bisschen in diese Purge-Richtung. Also, so nach dem Motto, Normalbürger machen einen auf Berserker und lassen mal die Sau raus. So. Genau. Ja, der Unterschied zur Purge-Reihe, der gravierendste Unterschied zur Purge-Reihe ist, dass die Purge-Reihe, man kann von ihr halten, was man will, aber diese Purge-Filme haben in der Regel Macher im Hintergrund, die ihr Handwerk verstehen und die auch ein gewisses Budget zur Verfügung haben. Ja, beides, man könnte sagen, die Purge-Reihe hat so ein bisschen Production-Value, das hat ja, dieser Film nicht so. Ja, also der Film sieht aus wie Hulle. Ja. Sagen wir, wie es ist, er sieht halt kostengünstig aus. Ja. Und nicht die Art von interessant kostengünstig, sondern er sieht halt einfach scheiße aus. Er sieht aus wie eine Asylum-Produktion, sag's, wie es ist. Ja, wirklich. Und dazu kommt, dass wir alle drei den Film leider nur in der deutschen Fassung vorliegen hatten. Ja. Und meine Fresse, ich habe schon lange nicht mehr so eine bestialisch schlechte Synchronisation gehört.
Ja, das gereicht jedem Billo-Porno zu Ehren. Ja, der ist halt eh nicht, das hat eh nicht viel Geld reingesteckt worden, wie in den Film selber auch wahrscheinlich, ne? Also wirklich. Ja, das klingt wie so eine, Fandub auf YouTube. Ja, ja. Wirklich, ja. Teilweise. Und vor allem, es gibt so Sätze, die, wo ich das Gefühl habe, da hat die Dialogregie einfach halt 1:1 via Google Translator das Englische genommen, übersetzt, so, aber das passt halt manchmal nicht. Also, ja. Wenn zum Beispiel die Mutter sagt, mein Leben wird bedroht, so spricht kein Mensch. Wirklich. In diesem Film schon. Also ich muss sagen, schon nach 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Und man muss ja dazu sagen, der Film geht ja gerade mal 75 Minuten. Ich glaube, der Abspann setzt auch schon mal 70 Minuten ein. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, in den ersten 45 Minuten passiert eigentlich nichts. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass der Film mindestens irgendwie, also für mich hat der sich angefühlt wie 100 Minuten oder so. Der wollte nicht enden. Also gerade die erste Hälfte zieht sich wie Kaugummi. Ja. Gerade so die Stelle, also man sieht, man lernt erst so ein bisschen diese Familie kennen da, bla bla bla, wie die sich da so ein bisschen kappeln die ganze Zeit. Das, ja, von mir aus. Aber dann kriegen die diese Briefe und schwadronieren erstmal. Ich habe 10 Minuten, geht es irgendwie darum, dass die sich nur diese Briefe von außen angucken, so die Umschläge und drüber reden. Was ist das wohl? Oh, eine Hochzeitseinladung? Wer wird das wohl sein? Und ich saß irgendwann davor und dachte, jetzt mach endlich diesen scheiß Umschlag. komm zum Punkt. Ja. Ich fand es auch ganz schlimm, mich mit den Charakteren herumzuprügeln. Ja, die waren. Also, die waren sowas von forciert und schlecht geschrieben. Der Sohn sah aus wie ein Lichtdubel von Rupert Grint, der keine Zeit hatte für das Ding. Also, so wirkte es auf mich. Die Dialoge zwischen denen, oh mein Gott, und dann ganz schlimm auch von dem Sohn diese forcierten Popkultur-Einschübe. Oh ja, erstens das und also so ein ganz fieses Anbieten an die junge Generation. So. Also, dass Mutter und Tochter zusammen irgendwelche Videospiele zocken und die Nachbarin, die sagt, dass sie, wenn sie in der Warteschlange irgendwo steht, dass sie da Comics liest und so. Und ich dachte so, ja, genau, so siehst du aus. Ja. Es ist vor allem so dieser, den kann ich halt auf den Tod nicht leiden, dieser Monopoly-Guy-Humor. Es ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Nee. Den hat der erste oder zweite Ace Ventura-Film geprägt. Da gibt's halt so eine Szene, wo halt so ein Typ ihm in eine Treppe runterkommt und er sieht halt aus wie diese Figur auf dem. Ja, der Monopoly-Mann, ja. Mhm. Und der Typ, der kommt aber nur rein, damit man halt diesen Gag machen kann. Oh, das ist ja der Monopoly-Guy. Oder er sieht aus wie der Monopoly-Guy. Mhm. Genauso wie im ersten Deadpool mit, oh ja, hallo, fetter Gandalf. Das ist, und das kann ich so nicht leiden. Ja. Diese Art von Auf-die-Fresse-Humor. Und hier ist es, also irgendwann ist es dann ganz weg, der Film. Das ist ja auch so lustig an der Tonalität. Am Anfang ist der Film eigentlich so ein bisschen wie der Zuschauer, will das Ganze eher so belächeln. Und dann von jetzt auf gleich verschiebt sich die komplette Tonalität und er nimmt das alles bierernst. Ja, allerdings. Also Spannungsbogen ist völlig für die Katz. Ja. Was ich mir auch gefragt habe, ist, wäre es nicht irgendwie eine viel coolere Idee gewesen, wenn am Anfang halt jeder so Briefe bekommt, aber dass diese Briefe nicht sagen sofort, töte den und den, sondern einfach sagen, hey, spiel dem mal einen Streich, so ganz klein. So ein bisschen wie bei Need for Fix. Ja. Und dass sich das dann von Brief zu Brief immer weiter steigert. Ja. Mhm. Aber dieses so, übrigens, hier, der bringt dich um, wenn du ihn nicht umbringst, das ist. Und vor allem dann diese protzige Message, ja, vom schlechten Menschen. Oh, furchtbar. Also das geht mir schon bei The Purge auf den Sack. Ja. Und das war bei dem Film nochmal extrem. Ja. Wirklich. Also Leute, die die Purge-Filme geil finden, weil sie total deep Message haben, die könnten sich bei Red Letter Day echt gut aufgehoben fühlen. Es gibt doch irgendwann gegen Ende so eine Stelle, wo schon alles im Arsch ist, ja. Und die sitzt dann mit ihrem Sohn, mit seinem kaputten Bein da irgendwie auf der Straße im Auto und die werden schon verfolgt und alles ganz schlimm. Und die hält dann noch mal so einen 5-Minuten-Monolog. Oh, ja. Über die Vergangenheit und das überfahrenes Reh oder was. Ich sag so, könnt ihr euch mal konzentrieren? Ihr habt gerade andere Sorgen, ja. Das hat mich schon an den ersten Sharknado erinnert, wo dann irgendwie auch irgendwelche Weiber dann irgendwie anfangen, Sachen zu erzählen, die auch förmlich aus den Behind-the-Scenes-Clips von irgendeiner Casting-Show sein könnten.
Ja, so irgendwie, ah, Gefühlsscheiß und, ah, also ganz schlimm. Und auch dieses, also auch was du gerade meinte, dieses immer mit Betonen, ja, oh, sie sind ein guter Mensch, sie sind ein schlechter Mensch. Na, du bist doch so ein guter Mensch. Das war ganz, 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 ganz furchtbar. Ja. Ich möchte eine Szene mal noch mit euch besprechen. Ich sag jetzt einmal Spoilerwarnung ab jetzt. Ja, dass wir alle drei den Film nicht mochten, das sollte jetzt schon klar gewesen sein. Aber es gibt diese eine Szene, die ich gerne mit euch besprechen würde, beziehungsweise zwei Szenen. Ja. Die eine Szene führt zur anderen. Und zwar, Mutter geht ihre beste Freundin besuchen, die ein kleines Kind hat. Und Sohnemann steckt seiner Mutter vorsichtshalber, ohne dass sie es merkt, einfach mal ein Fleischermesser in die Tasche. Aber was für eins. Spitzenidee. Da wäre Hannibal drauf stolz gewesen. Wirklich Spitzenidee. Und dann sitzt wenig später Mutti bei ihrer besten Freundin und der Ehemann dieser Freundin entdeckt dann rein zufällig, dass sie halt eben ein Fleischermesser in ihrer Tasche hat. Und ich musste wirklich lachen. Das war, also, das muss man sagen, der Film nimmt das alles ernst. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so, dass er das komisch inszeniert. Der nimmt das wirklich ernst. Aber dann steht dieser Mann in der Küche, hält dieses Messer hoch und sagt, wie kannst du es wagen, dieses Messer rauszubringen? Also erstmal, dass der Typ sowieso schon von vornherein Hau weg hat, ja. Von der ersten Sekunde an hat man das Gefühl so, okay, was ist mit dir nicht richtig, ja. Also generell das Schauspiel von den Nachbarn ist irgendwo auf Theater-AG-Niveau. Ja. Also die sind echt nochmal eine ganze Schippe, eine ganze Stufe drunter. Also die anderen sind schon schlimm, aber diese zwei sind echt, gehen gar nicht. Das ist echt, als hätten sie das Catering Girl mal eben noch gefragt, ob sie noch schnell einspringen kann, ihre Zeile da ablesen. Also ganz grausam. Ja. Und er nimmt dann ja diese, sagt ja noch, ich nehme dir die Handtasche ab, und man sieht so richtig wie in einem Theaterstück. Er platziert sie schon so auf dem Tresen, dass er auch ja per Zufall so reinlunzen kann in die Tasche, ja. Mhm. Also so ganz, ganz holprig gespielt ist das. Es war auch, Stichwort Theaterstück, es war auch wirklich so erbärmlich gestaged. Also auch dann dieses Handgemenge, wo sie dann irgendwie, wo sie irgendwie versucht, die andere Frau zu überwältigen und ihm irgendwie das Messer wegzuschlagen. Ey, das ist so unfassbar schlecht gewesen. Als hätten die irgendwie die Markierung auf dem Boden vergessen und ja, wir drehen das jetzt einfach mal so und keiner weiß gerade eigentlich, wo er wirklich stehen muss oder wohin er sich bewegen muss. Es war einfach nur unfassbar grauenvoll. Es sah wirklich auch schon unfreiwillig komisch aus, als wäre das irgendwie ein verunglückter Stunt oder so. Erster Take passt. Und vor allem, wie gesagt, der Film nimmt das ernst und dann kommt es halt in dieser Küche zu dieser Konfrontation, die damit endet, dass sie ihm ein Messer in den Hals rammt, was man noch sagen muss, das Messer steckt halt doch in einem Hühnchen. Das ist ein Brathühnchen, ja. Ich habe das nicht kapiert. Ich hab es nicht kapiert. Wie kann sie ihn denn damit verletzt haben? Ich nehme an, dass die Spitze des Messers doch irgendwie rausgeschaut hat. Also, naja, schon, aber. Ja, aber es ist lächerlich. Es ist wirklich absolut lächerlich, vor allem wie schlecht dann auch das. Da war auch ein richtig übler Anschlussfehler. Erst blutet der irgendwie nur so ein bisschen und dann kommt da für mich ein Sturzbach raus nach einem Schnitt. Fontäne, ja. Also wobei, das muss ich dem Film lassen, um jetzt auch mal wirklich was Positives zu sagen. Zum Ende hin, ohne jetzt, ja, sind wir schon im Spoilerbereich? Ich weiß gar nicht. Ja, wir haben schon. Ja, es ist egal, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nichts zu spoilern. Ich sage nur so viel, in dem Film wird mit einem Fleischklopfer, was anscheinend in diesem Universum somit die beste Waffe ist, die man sich mal ebenso schnappen kann. Da gibt es auch diese Szene, wo der Sohn da steht und der Typ, der ihn umbringen will, von gegenüber die Haustür aufmacht. Und er steht da wirklich mit so einem Torhämmerchen für Kinder steht er da. Das sah so lächerlich aus. Und auf jeden Fall wird dann mit diesem Fleischklopfer wird dann am Ende ein Kiefer zerschlagen. Oh ja, sehr. Und zwar richtig übel zerschlagen. Also der Typ, der lebt zwar noch, aber sein. Ja, so in zwei Teile. Genau. Sein Kiefer ist praktisch zersplittert. Und ich muss zugeben, das war nicht schlecht gemacht. Also, ja, genau. Also, kleiner positiver Punkt. Die Splatter-Effekte sind schön handgemacht, tatsächlich. Also ich kann jetzt mal noch kleiner Schwank. Es gibt genau bislang zwei Filme, die ich jemals geguckt habe, wo ich unterbrechen musste, weil mir schwummerig wurde.
Das war ein Teil von Saw irgendwann mal früher und das Remake von Evil Dead. Da musste ich irgendwie raus, weil es mich da irgendwie, ne? Mhm. Da wurde mir ein bisschen weiß um die Nase. Und dieser Kackfilm hat jetzt die Ehre, der Dritte im Bunde zu sein, weil als der Sohnemann vom Nachbarn mit dem Vorschlaghammer das Schienbein zerdroschen gekriegt hat, musste ich unterbrechen. Weil das sah schön, und sie haben natürlich, und das macht jetzt den Positivpunkt von den handgemachten Effekten gleich wieder zunichte, sie halten mit der Kamera drauf, bis es nicht mehr geht. Also sie haben es, glaube ich, 5 oder 6 Mal machen sie eine Großaufnahme von diesem Schienbeinbruch. Ja, da merkst du halt, sie sind total stolz darauf, dass halt irgendwas mal gut aussieht in dem Film. Das war wie so ein Exploitation-Film war das schon fast, wo ich denke so, ja, ist ja gut jetzt, ja, ist... Aber man muss sagen, er hat mit der Purge-Reihe halt auch wirklich diesen unfassbaren Bierernst einfach gemeinsam. Über die Purge-Reihe kann man dann an anderer Stelle vielleicht nochmal reden, aber die nimmt sich ja auch so unglaublich bierernst in allem, was sie tut und was passiert. Allerdings, was die Purge-Reihe halt noch so ein bisschen zu evozieren versucht oder es ihr auch gelingt, ist halt einfach, dass man so eine gewisse Art von Bedrohung auch spürt. Ja. Aber es tut mir leid, wenn dann dieser Nachbar mit diesem Vorschlaghammer da in der Küche steht, das wirkt einfach nicht bedrohlich. Da kann er den Jungen noch so auf das Schienbein zertrümmern. Ja. Das wirkt halt einfach nur lächerlich. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in der US-Fassung anders wirkt, also in der Sprachfassung, in der amerikanischen. Nee. Das liegt halt auch am Drehbuch. Es gibt keine Charakterentwicklung oder sonst irgendwas in diesem Film. Das sind einfach nur Personen, die halt ihren Text aufsagen und sich da hinstellen, wo der Regisseur sagt, geh jetzt dahin. Da entstehen keine Figuren. Das ist einfach nur Darsteller, die was aufsagen. Das wirkt dann zu keiner Sekunde irgendwie echt. Ja, und auch halt diese, ich nenne es mal Anspielung auf Anonymous, ja, ist halt auch so hochnotpeinlich. Und natürlich, am Ende gibt es halt so wieder diese obligatorische letzte Szene, der rauskommt, dass der angebliche Drahtzieher vielleicht doch gar nicht der wahre Drahtzieher ist, ja. War ja auch überhaupt nicht absehbar. Nee, überhaupt gar nicht. Ich meine, der Drahtzieher ist der Freund von der Tochter? Hätte das gedacht. Ja, der sie in der ersten Szene, wo er auftaucht, irgendwie fragt, was wäre denn, wenn du jemanden töten müsstest? Ja, genau. Foreshadowing. Ja, ich hatte zwei mögliche Szenarien am Schluss im Kopf. Also entweder, es ist so, wie es dann halt eben wegen, es ist doch nicht alles überstanden und das geht jetzt in der nächsten Stadt gerade so weiter. Oder Szenario 2 wäre gewesen, sie sterben dann am Schluss doch alle irgendwie, weil sie noch vom Laster überfahren werden oder das, sonst irgendwas. Das hätte ich gern gesehen. Vor allem, was soll das bewirken? Ich meine, ja, die Welt ist schlecht. Ja, dann guck Nachrichten, hast du dasselbe. Also das ist doch kein... es macht halt überhaupt keinen Sinn. Also, wobei, ich habe ja eine Theorie. Und zwar zum Schluss sieht man ja, dass dieser Postangestellte so einen Sack von diesen roten Umschlägen dabei hat. Mhm. Ja? Und dass er eben zu dieser, ich nenne es mal, Geheimorganisation gehört. Vielleicht ist das keine Geheimorganisation. Vielleicht ist es wirklich die Post. Ja, könnte schon sein. Ich meine, die Post in den USA ist ja noch lahmer als hier. Dass die Briefe da alle gleichzeitig zugestellt wurden. Chapeau. Genau, die lösen das Problem der Überarbeitung ihrer Zusteller dadurch, dass sie einfach die Bevölkerung dezimieren. Oder Frage, wie viele dieser roten Briefe gehen zurück wegen unbekannter Zusteller? Das sehen wir dann im Sequel. Ja, was ist das da? Genau, das waren vor, die Briefe. Ja. Und da stellen wir wirklich mal vor, diese Geheimorganisation, ja, hat in Handarbeit, ja, mit dem eigenen Speichel diese 500 Briefumschläge zugelegt und dann kommen die alle zurück, weil zu wenig Porto drauf. Also, man hätte aus dieser Idee wirklich viel machen können. Ja, natürlich. Aber der Film funktioniert halt hinten und vorne nicht und er gehört halt leider zu diesen kostengünstigen Filmen, die halt auch so aussehen. Ja. Und das bringt leider keinen Spaß. Und ich bin ein bisschen... oder war ein bisschen irritiert, dass der durchaus ganz akzeptable Kritiken bekommen hat. Ja, ich auch. Da war ich echt schwach. Das verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich finde, der funktioniert halt nicht mal als Trash-Film. Ja. Es gibt ja sackweise so Filme, die halt sich Bier ernst nehmen, aber einfach so unfreiwillig komisch sind, dass es halt schon wieder amüsant ist. Aber der hinterlässt halt auch noch so einen ekligen Beigeschmack irgendwie. Also das ist halt so ein Film, der macht auch einfach die ganze Prämisse von dem Ding macht halt einfach keinen Spaß zu gucken. So, egal, man kann sich drüber amüsieren, natürlich, aber es ist halt einfach ein Film, dann guckst du weg und am Schluss denkst du so, boah, ne.
Ja, es ist halt so unausstehlich halt auch an dem, weißt du, wenn es jetzt einfach nur Trash wäre, dann könnte man das halt irgendwie spaßig weggucken und ja da. Aber es will halt auch noch eine Message vermitteln. Hm. Und die Message ist halt einfach so sackdoof und naiv. Ja, das ist auch das Problem, was ich mit den Purge-Filmen habe. Die nehmen sich auch viel zu ernst und könnten eigentlich spaßiger Trash sein. Ja, ne? Ja, aber ich muss sagen, obwohl manche der Purge-Filme, glaube ich, fast doppelt so lang sind oder, ja, okay, eine halbe Stunde länger gehen, gucke ich mir lieber noch mal Purge 1, 2, 3, 4 oder 5 an, als auch einmal Red Letter. Ja. Und ich mag die Purge-Filme auch überhaupt nicht. Ich kann die auch nicht leiden, aber das hier ist noch schlimmerer Auswuchs von sowas, so auf kreativer Ebene. Ja, Gott, ich würde sagen, wir machen die Kuverts zu, ne? Ja. Genau. Okay, dann wird es Zeit für unser Fazit. Ihr könnt geben 0 bis 5 Briefmarken. Mhm. Ja, ob jetzt selbstklebend oder angeleckt, ist jetzt eure Entscheidung. Und Dominik, fang du doch mal an. Ich weiß es echt nicht. Ich bin ratlos bei diesem Film. Also die Splatter-Effekte fand ich ganz nett und von den Schauspielern fand ich sogar die Mutter noch am erträglichsten. Aber ansonsten weiß ich echt nicht, wo ich mir da immer rausziehen soll. Also ich weiß es nicht, eine halbe angelutschte Briefmarke. Das war's. Ja. Okay, Michael, wie sieht's bei dir aus? Also ich bin jetzt rigoros, ich gebe 0. Weil es ist wirklich, das ist der schlechteste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Und der einzige Positivpunkt war jetzt halt die handgemachten Effekte, die halt wieder dadurch zunichte gemacht werden, dass sie eben so lang draufhalten und dass sie sich so einen runterholen auf ihre Splatter-Effekte und das hat schon wieder keinen Spaß mehr gemacht. Und das Amüsanteste an diesem Film ist dieser Podcast jetzt. Der ganze Rest ist danke. Für die Katz. Also ich gebe 0 von 5. Okay, danke. Ich bin am Überlegen. Ich muss mal kurz Dominik fragen. Dominik, weißt du noch, wie viele Punkte ich Tal der Skorpione gegeben habe letztes Jahr? Waren das 0 oder waren das 0,5? Einen halben von 5 Herznippeln hast du gegeben. Okay, dass du das noch weißt. Okay, Schöne Grüße an Michaela Schäfer an dieser Stelle. Ja. Ich, wie gesagt, Teil der Skorpione ist halt echt Buchsatz vom Film. Und da reicht selbst Red Letter Day nicht dran. Und ich versuche jetzt irgendwie zu argumentieren, warum ich dem einen vollen Punkt gebe. Oh. Und da bleibt mir nur übrig, hey, die Splatter-Szenen sind ganz cool. Und es ist zumindest ein Film, der zwar beim Gucken keinen Spaß macht, aber wenn man ihn mit Freunden guckt und sich danach darüber unterhält, wie wir das jetzt getan haben, dann hat man zumindest ein paar Minuten noch ein bisschen Spaß. Das reicht für mich für alles. Aber echt auch ein dünner Strohhalm. Ja, ich hätte Teil des Skorpion wirklich 0 Punkte geben müssen, aber das ist ein Fehler, den kann ich jetzt nicht wieder. Ja, egal. Also ja, ein Punkt von mir, 0 von Michael, 0,5 von Dominik. Also ganz klare Empfehlung unsererseits. Ja, es ist jetzt schon ein Jahreshighlight ganz gewesen, aber wobei ich zugeben muss, also ich hab schon noch Schlechteres gesehen, aber dieses Jahr, also der Januar liegt da jetzt schon gut mit vor, sagen wir es mal so. Also der Film wird auf jeden Fall in meiner Worst-Liste landen. Wobei man halt auch noch sagen muss, das Schlimme ist halt, dass die Grundidee echt nicht verkehrt ist. Ja, eben. Ja, wenn das ein gescheiter Regisseur in die Hand kriegt, könnte man da was draus machen, aber so. Das ist halt wieder so ganz nette Idee auf dem Papier, aber wirklich eine desaströs schlechte Umsetzung, wobei ich muss halt sagen, ich habe halt schon wirklich noch anderes gesehen und also keine Ahnung, wenn du mal irgendwie Uli Lommels Dani der Zauberer gesehen hast, dann bist du dankbar für eine kohärente Kameraführung schon bei jedem anderen Film. Okay, das ist ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast. Ja. Ich danke euch für eure Zeit, ich danke euch fürs Zuhören da draußen und ja, seid jetzt zu eurem Postboten. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei egal was auch immer ihr tut. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.